seine Trainerkollegen schon geräumt hat. Jetzt schießt er durch alle Mitte im Tor. Thank you.
angewiesen, aber ich habe es fünfmal gesagt. Ich habe am Anfang gesagt,
schön war in Montreux. Ja, es gibt zur Freitag noch zwei Neuzugänge, die wir schon festgemeldet haben. Das ist einmal der Jakob Stilzanten von Giron von Bordeaux, ein Däner allerdings. Und dann haben wir noch einen Nachwuchsstürmer aus Aschaffenburg, und das ist der Däner Jochen Gleitz. Herr Weber, bedanke mich ganz herzlich. Sie werden sicherlich jetzt noch mal in die Kabine gehen oder bleiben hier. Also dann wünsche ich Ihnen herzlichen Dank. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle noch mal ganz kurz an den Zuschauer melden und einen herzlichen Gruß von unserem Präsidenten, dem Uwe Seeler, ausrichten, der ja selbst, glaube ich, im letzten Jahr auch hier in Sondershaus übernachtet, 92, höre ich gerade, war er selbst hier schon als Aktiver auf dem Platz gestanden hat mit seiner Auswahlmannschaft Alt Internationalen. Herr Seeler wäre auch gerne wieder mitgekommen, aber ich hoffe und denke mal, Sie haben auch Verständnis dafür, sein Enkelkind wird morgen getauft und deshalb ist er also in Hamburg geblieben. Und ich will auch noch darauf hinweisen, da Niemeyer hat mir das gesagt, dort am Stadion dran steht das Infomobil des HSV und da gibt es jede Menge Informationen, da gibt es jede Menge Souvenirs rund um den Hamburger
an. Und wir haben sicherlich der Fall, die sind auch mit einem zu lösen bekommen. Diese Saison wird auf alle Fälle noch nicht sein gespielt. Thank you.
Thank you.
Minuten. Und hier fällt die Reihe in den Tor, hat man wieder Nummer 6 und Nummer 13, Andrea Fischer. Dafür stehen wir Nummer 16 hinter ihr, Martin, und die Nummer 23, Stefan Hinscher. Thank you.
wirklich sehr gut gewesen, wenn man das eigentlich nicht allzu gut verfolgt wie die Hannover, die wieder eben wieder im Jahr 2016 war. Und dann noch zum Spiel gemacht, man hat halt das Jahr, das ist klar, aber ich denke, das muss man hier für die Öffentlichkeit. Das kann ich verstehen. Ja, dann sind wir, das Spiel ist vorbei, und wir haben eine kurze Einschätzung, das war die Öffentlichkeit. Ja, ich glaube, wir sind noch drüben, auch wenn ich nicht zu tun bin, wenn ich auch in den Vorstellungen der Kriegsführung und die Mittelstellen, die wir in den Landstellen, wir haben den Harald hingebracht, wir haben das alles abgelangt und die Niederlöser sehen, dass wir das zweite Halbzeit ein jungen Leuten, die dieses Jahr mit dem Mannschaft rein und die Möglichkeit zu geben, am Morgen in den Vorstellungen zu spielen. Thank you.